Damit auch du das volle Potenzial deines iPhones entfalten kannst, zeige ich dir in diesem Video ein paar super praktische und nützliche Einstellungen, die jedoch relativ versteckt sind und deswegen von vielen iPhone-Besitzern nicht genutzt werden. Schauen wir zusammen mal ins iPhone rein und falls ihr diese Einstellungen noch nicht kanntet oder noch nicht aktiviert habt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen. Brandneu mit iOS 14.5 sind natürlich auch wieder einige tolle Einstellungen dazugekommen. Schauen wir uns diese direkt einmal an, wenn wir hier in die Einstellungen reingehen. In Datenschutz, dann haben wir jetzt hier die Kategorie Tracking und mit iOS 14.5 ist dieser Schieberegler jetzt auch aktiviert worden. Davor war er ja immer ausgegraut und jetzt können wir hier das Tracking über die Apps hinweg deaktivieren, beziehungsweise wenn wir den Schieberegler hier aktivieren, dann werden wir in der jeweiligen App nochmal explizit danach gefragt, ob die jeweilige App dann wirklich eure Aktivitäten erfassen darf oder nicht. Das Pop-up habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, könnt ihr dann ganz einfach ablehnen oder annehmen. Aber wenn ihr das Ganze jetzt nicht manuell für jede App einzeln deaktivieren möchtet, dann könnt ihr hier den Schieberegler einfach auf Auslassen und dann werdet ihr in den Apps auch nicht mehr gefragt, ob eure Aktivitäten erfasst werden dürfen. Das Tracking wird dann automatisch nicht erlaubt. Eine weitere super nützliche Funktion, die jetzt mit iOS 14.5 hinzugekommen ist, ist das Entsperren eures iPhones mithilfe der Apple Watch, falls ihr eine Maske tragt. Wir kennen das wahrscheinlich alle, wir sind unterwegs, tragen unsere Maske, wollen dann unser iPhone entsperren, aber das funktioniert nicht, weil Face ID nicht richtig funktioniert, wenn man die Maske auf hat. Daraufhin müssen wir dann unseren Passcode eingeben und das Ganze ist natürlich relativ aufwendig, deswegen jetzt eine tolle neue Funktion, die ihr hier in Face ID und Code aktivieren könnt. Wenn ihr hier einmal reingeht und wenn ihr hier einmal nach unten geht, dann seht ihr jetzt hier die neue Funktion mit Apple Watch entsperren und hier könnt ihr jetzt einmal eure Apple Watch festlegen. Das Ganze aktiviert ihr dann hier einfach und schon könnt ihr, wenn ihr eine Maske aufhabt und aber die Apple Watch um euer Handgelenk tragt, euer iPhone auch entsperren, ohne den Passcode eingeben zu müssen. Und ihr könnt auch mit der Apple Watch euer iPhone wieder sperren, falls das Ganze mal nicht von euch autorisiert sein sollte, könnt ihr das Ganze einfach sehr einfach mit einem Tipp auf die Apple Watch wieder sperren. Ebenfalls neu, ihr könnt jetzt für Siri euren Standard Musikstreaming-Dienst bzw. eure Standard Musikstreaming-App hinterlegen und dadurch wird automatisch die Musik auf der jeweiligen App abgespielt. Wenn ihr davor zu Siri gesagt habt, spiele den und den Titel ab, hat Siri den Titel automatisch in Musik gesucht, also in Apple Music. Ihr musstet also immer dazu sagen, wenn ihr zum Beispiel Spotify nutzen möchtet, spiele das Lied in Spotify ab. Das Ganze funktioniert jetzt einfacher, denn ich habe Spotify als Standard Musikstreaming-Dienst hinterlegt und wenn ich jetzt sage, dass Siri ein Lied abspielen soll, spiele The One und ihr seht jetzt hier, es wird automatisch in Spotify das Lied abgespielt. Also ihr müsst nicht mehr jedes Mal dazu sagen, dass Siri euer Lied in Spotify abspielen soll, sondern es wird automatisch auf Spotify zugegriffen, wenn ihr euch von Siri wünscht, dass ein Lied abgespielt wird. Das Ganze müsst ihr natürlich davor einstellen. Ihr fragt Siri nach der Standardmusikwiedergabe, nach dem Standard-Streaming-Dienst. Dann bekommt ihr eine Auswahl und ihr könnt dann wählen zwischen Apple Music, Spotify und Co. Das tippt ihr dann einmal an und schon könnt ihr eure Musik vom jeweiligen Dienst standardmäßig hören. Wo wir aber gerade schon bei Face ID und dem Entsperren des iPhones gewesen sind, wenn wir hier nochmal reingehen in Face ID und Code, dann haben wir hier unten einmal die Auswahlmöglichkeit Aufmerksamkeitsprüfung für Face ID und aufmerksamkeitssensible Funktionen. Diese beiden Optionen habe ich hier einmal aktiviert. Einmal die Aufmerksamkeitsprüfung für Face ID bietet einfach eine zusätzliche Sicherheit, denn Face ID bzw. euer iPhone prüft hier dann wirklich, ob ihr auch aktiv wirklich aufmerksam in das Gerät hineinschaut und nicht nur so flüchtig nebenbei und dann wird es schon entsperrt. Also hier einfach nochmal als zusätzlicher Sicherheitsaspekt und aufmerksamkeitssensible Funktion ist auch eine sehr schöne Funktion. Zum Beispiel wird dort vor dem Dimmen des Displays darauf geachtet, ob der Benutzer noch seine Aufmerksamkeit auf das iPhone gerichtet hat oder zum Beispiel, wenn euer Wecker klingelt, wird automatisch erkannt, wenn ihr aufmerksam seid, auf das Handy guckt, dann wird der Ton auch leiser. Die nächste Einstellung befindet sich nicht direkt in den Einstellungen, dazu gehen wir einfach mal in die Kontakte hinein und in den Kontakten könnt ihr dann für jede Kontaktperson einzeln festlegen, ob diese eine wichtige Kontaktperson ist und ob diese euch immer erreichen können soll. Wenn ihr hier zum Beispiel einmal in den Klingelton hineingeht, dann habt ihr hier Notfallumgehung und das könnt ihr einmal aktivieren. Und wenn ihr
ihr das aktiviert, dann werden Töne und Vibrationen für diese Person erlaubt, auch wenn euer iPhone stumm geschalten ist oder sich im Nicht-Stören-Modus befindet. Also selbst wenn ihr hier Nicht-Stören aktiviert habt und an der Seite euer iPhone stumm geschalten habt, wenn diese Person euch erreichen möchte, dann wird euer iPhone dennoch einen Ton abspielen und auch vibrieren. Das kann also sehr, sehr nützlich sein, falls ihr irgendwelche wichtigen Kontakte habt, die euch immer erreichen sollen. Dann könnt ihr das für diese Kontakte einstellen. Das könnt ihr natürlich für jeden Kontakt einstellen, für jeden, den ihr das möchtet. Vorhin hatten wir ja schon kurz das Thema Tracking und dafür gibt es noch eine weitere Funktion, wenn wir hier einmal in die Einstellungen hineingehen, auf WLAN und dann geht ihr hier auf das i bei eurem jeweiligen WLAN-Netz. Dann habt ihr hier die Funktion private WLAN-Adresse. Diese Funktion würde ich euch raten, auch immer zu aktivieren, denn diese Funktion aktiviert und das Verwenden einer privaten Netzwerkadresse hilft ganz einfach dabei, das Tracking deines iPhones über verschiedene WLAN-Netze hinweg zu reduzieren, denn ihr bekommt sozusagen für jedes WLAN-Netz eine neue Adresse. Eine weitere super nützliche Funktion, falls ihr den Schlüsselbund bzw. die Passwörter von iOS verwendet, hier einmal Passwörter, dann habt ihr hier eine Funktion, die erkennt, ob eure Passwörter kompromittiert wurden, also ob diese Passwörter irgendwo mal veröffentlicht wurden. Wenn wir hier mal in Passwörter reingehen, dann seht ihr hier oben Sicherheitsempfehlungen, Sicherheitsrisiken wurden gefunden und hier könnt ihr dann einmal drauf gehen und dann seht ihr, ob eure Passwörter irgendwo mal veröffentlicht wurden, ob sie mal einen Hackerangriff ausgesetzt wurden, all das könnt ihr dann hier sehen und ihr bekommt sozusagen auch eine Empfehlung, das Passwort zu wechseln auf ein sichereres Passwort bzw. das Passwort ganz einfach zu ändern, weil das Passwort, wie gesagt, schon mal veröffentlicht wurde. In dem Einstellungspunkt E-Mail können wir ganz einfach Spam-E-Mails, die absolut keiner möchte, deaktivieren bzw. wegblocken. Dazu gehen wir hier einmal nach unten und ihr seht jetzt hier blockierter Absender. Und hier steht jetzt im Eingang lassen. Das Ganze können wir einmal umändern auf in den Papierkorb bewegen. Und dann bekommen wir diese ganzen lästigen Spam-E-Mails auch nicht immer in den Eingang, sondern sie werden direkt in den Papierkorb verschoben. Und somit ist natürlich auch die Gefahr wesentlich kleiner, dass wir mal auf so eine Spam-E-Mail auf einen gefährlichen Link oder sowas drauf tippen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Funktion. Zack, in den Papierkorb bewegen und schon werden zukünftige Spam-E-Mails direkt in den Papierkorb geschoben, ohne dass sie euch euren Posteingang vollmüllen. Eine weitere Funktion, wenn wir hier mal in die Nachrichten reingehen und hier gehen wir einmal nach unten, dann sehen wir hier Erwähnungen, Mitteilungen an mich. Das ist auch eine sehr schöne Funktion, wenn ihr über iMessage sehr viele Gruppenchats habt, dann könnt ihr Mitteilungen an mich aktivieren. Und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn euer Name in einer Gruppenkonversation erwähnt wird, auch wenn euer Telefon stumm geschalten ist. Also auch eine nützliche Funktion, um nichts zu verpassen, wenn man in einem Gruppenchat konkret angesprochen wird. Bei dem Punkt Karten haben wir auch schöne Funktionen. Wenn wir hier einmal runtergehen, dann können wir uns hier das Klima in der Karte anzeigen lassen. Hier haben wir einmal Luft, Qualitätsindex und Wetterbedingungen. Das Ganze sieht dann so aus, wenn wir hier die Karte öffnen. Zum Beispiel jetzt hier habe ich jetzt mal Berlin und dann sehen wir hier unten einmal dieses kleine Feld, was dann neu hinzukommt. Und hier sehen wir einmal das Wetter, 26 Grad, sonnig bewölkt. Und hier unten sehen wir dann auch noch den Luftqualitätsindex. Und wenn wir hier einmal drauf gehen, dann können wir das Ganze auch nochmal größer machen und bekommen hier eine detailliertere Ansicht, auch nochmal eine kleine Vorschau. Das Ganze ist auch recht praktisch, wenn ihr irgendwo hinreisen möchtet oder kurz mal checken möchtet, wie irgendwo das Wetter ist, dann könnt ihr das Ganze hier sehr einfach tun, ohne jetzt umständlich diesen neuen Ort erst in der Wetter-App hinzuzufügen. Ein weiterer Punkt in den Einstellungen, der eigentlich klar sein sollte, den auch alle machen sollten, aber ich sehe immer noch manche Menschen, die das nicht eingestellt haben, in den Einstellungen Anzeige und Helligkeit hier wirklich eine automatische Sperre zu aktivieren. Denn wenn ihr diese Sperre nicht aktiviert habt, dann habt ihr einmal einen erhöhten Stromverbrauch, denn euer iPhone wird dann niemals in den Sperrmodus gehen. Es wird die ganze Zeit der Bildschirm leuchten und wie wir alle wissen, das Display verbraucht natürlich sehr, sehr viel Strom und Akku.
Deswegen ist es einmal wichtig, die automatische Sperre zu aktivieren, aus Akkuverbrauchsgründen und natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Wenn ihr euer iPhone mal irgendwo liegen lasst und vergesst, das Ganze zu sperren, dann wird es sich auch nicht automatisch sperren, falls ihr das hier nicht aktiviert habt. Und dann kann natürlich jeder, der euer iPhone dort mal liegen sieht, einfach mal rangehen und hier irgendwas machen an eurem iPhone. Ab wann ihr hier die automatische Sperre aktivieren möchtet, ist natürlich euch überlassen. Das müsst ihr einmal abwägen, wie ihr euer iPhone benutzt. Eine weitere wichtige Funktion, die aber auch recht versteckt ist: Wir haben ja mit iOS 14 hier die App-Mediathek hinzubekommen, wo wir einmal alle Apps sehen, die auf dem iPhone installiert sind. Aber vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass wir hier keine Mitteilungen, keine kleinen roten Badges sehen. Und das Ganze können wir einmal in den Einstellungen aktivieren. Dazu gehen wir in die Einstellungen auf Homebildschirm. Und hier haben wir jetzt die Funktion Mitteilungsbadges in App-Mediathek anzeigen. Wenn wir das Ganze einmal aktivieren, dann bekommen wir hier auch die Mitteilungen angezeigt, weil wir ja nicht mehr alle Apps größtenteils auf den Homebildschirm haben, sondern wirklich nur noch die wichtigsten Apps und die restlichen Apps dann in der App-Mediathek sehen wir dann hier trotzdem, wenn eine App Mitteilungen hat. Eine super, super praktische und nützliche Funktion für alle Apple-Nutzer, die zusätzlich zum iPhone zum Beispiel noch ein MacBook benutzen, ist in den Einstellungen unter Netzwerk. Dann sehen wir hier die Funktion auf anderen Geräten und wenn wir hier einmal reingehen, dann können wir jetzt hier einstellen, auf welchen Geräten wir Anrufe über unseren normalen Mobilfunk-Account durchführen möchten. Wenn ihr hier also Anrufe auf anderen Geräten aktiviert und dann hier eure jeweiligen Geräte einstellt, dann könnt ihr ganz normal über euer MacBook oder euren Mac oder auch über euer iPad telefonieren. Also ihr könnt Anrufe tätigen, ohne dass ihr das mit eurem iPhone machen müsst. Und das ist wirklich super, super praktisch. Das nutze ich auch sehr, sehr viel. Wenn ich zum Beispiel am MacBook sitze und ein Telefonat reinbekomme, dann kann ich ganz einfach am MacBook mit dem MacBook telefonieren. Also wirklich eine super gute Funktion für alle Apple-Nutzer, die mehr als ein iPhone haben, also ein iPad, ein iMac, je nachdem. In der Mail-Einstellung könnt ihr auch noch eure E-Mail-Vorschau anpassen, je nachdem, wie viele Zeilen ihr sehen möchtet. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Vorschau 2 Zeilen und wenn ich hier mal in die E-Mails reingehe, dann seht ihr ja hier, dass im Posteingang immer 2 Zeilen in der Vorschau angezeigt werden. Wenn ich jetzt hier nochmal in die Einstellungen zurückgehe und das Ganze hier zum Beispiel mal auf 4 Zeilen aktiviere, wieder zurück in die E-Mails, dann seht ihr hier, hat sich das Ganze auch angepasst und ich sehe jetzt hier zum Beispiel 4 Zeilen als Vorschau. Viele nützliche Funktionen sind natürlich auch immer in den Bedienungshilfen zu finden, wenn wir hier mal reingehen und auf Tippen. Und hier ganz unten steht jetzt Anruf-Audio-Ausgabe. Bei mir steht das Ganze auf automatisch. Hier könnt ihr das Ganze aber auch nochmal umstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Anruf-Audio-Ausgabe immer auf Lautsprecher haben möchtet. Also dass ihr zum Beispiel Anrufe immer mit dem Lautsprecher hört, dann könnt ihr das hier einmal einstellen oder mit dem Bluetooth-Headset. Wenn ihr oft mit Bluetooth verbunden seid, könnt ihr das Ganze auch hier einmal einstellen, dass es immer auf das Bluetooth-Gerät geht. Ich habe das Ganze jetzt hier einmal auf automatisch stehen, dass sozusagen erkannt wird, bin ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto mit Bluetooth verbunden oder nicht. Eine weitere tolle Einstellung für alle, die in den Notizen viel die Checkliste nutzen, wenn man hier dann Punkte abgearbeitet hat und diese einmal markiert, dann werden diese ja nicht komplett neu sortiert und angeordnet. Das können wir aber in den Einstellungen einmal aktivieren. Dazu gehen wir in die Einstellungen rein, gehen dann hier zurück auf Notizen, Notizen und wenn wir hier einmal nach unten gehen, markierte Einträge sortieren. Hier steht jetzt manuell, wenn wir das Ganze auf automatisch anpassen und jetzt zurück in die Checkliste reingehen, dann werdet ihr hier sehen, die markierten Sachen werden jetzt hier automatisch nach unten geschoben, nach unten angeordnet. Und die nicht markierten sind sozusagen oben noch zu sehen. Die nicht abgearbeiteten Sachen sind dann also oben präsent in der Checkliste aufzufinden. Eine weitere versteckte, aber sehr, sehr nützliche Funktion für alle Podcast-App-Nutzer unter euch ist in den Podcast-Einstellungen. Denn hier können wir einmal den Skip-Button, also den Vor- oder Zurückspulen-Button einstellen und somit genau einstellen, wie weit vor oder wie weit zurückgespult werden soll. Wenn wir hier einmal runtergehen, dann seht ihr hier überspringen und dann haben wir hier vorwärts und rückwärts bzw. vorwärts zurück. Dann haben wir hier die Sekunden, die wir hier einmal separat einstellen können und somit können wir wirklich festlegen, wie weit ihr in der Podcast-App
vorwärts oder rückwärts springen möchtet. Und ein weiterer Punkt für die Podcast-Einstellungen. Um Speicherplatz zu sparen, ist die Funktion abgespielte Downloads entfernen. Also wenn ihr euch eine Podcast-Folge heruntergeladen habt, abgespeichert habt, diese dann gehört habt, dann wird diese automatisch hier aus den Downloads entfernt. Einfach um euren Speicherplatz, um den benötigten Speicherplatz gering zu halten. Auch eine sehr schöne Funktion, damit man das nicht vergisst und irgendwann wird der Speicherplatz riesig groß. So könnt ihr das ja aktivieren und seid damit auf der sicheren Seite. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Um keine Tipps und Tricks rund um euer iPhone mehr zu verpassen, abonniert gern diesen Kanal, um immer auf den aktuellsten Stand zu sein. Man sieht sich. Ciao.